Also mein Name ist Simone Lange-Schneider. Wir sind hier in dem wunderschönen Örtchen Henfstedt in Südthüringen. Henfstedt ist 1100 Jahre alt. Die Festwoche beginnt heute mit dem lebendigen Dorf. Und ich finde, da hat sich Henfstedt wirklich übertroffen. In der ganzen Straße ist liebevoll geschmückt und alle Menschen haben sich ins Zeug gelegt, um hier wirklich eine erdenklich schöne Feier entstehen zu lassen. Henfstedt ist wunderschön, ist ein Ort, der vom Adel geprägt ist. Deshalb, wir haben drei Rittergüter hier. Es ist kein typischer Bauernort, sondern eben ein adelsgeprägter Ort mit sehr schönem Fachwerk im hennebergisch-fränkischen Stil. Die Herren Burgmänner, die dort ihren Dienst taten, haben hier einen Hof gekriegt, um sich zu versorgen. Und daraus sind die wunderschönen Adelssitze entstanden. Die möchte ich Ihnen heute unter anderem auch mal vorstellen. Warte mal, da kommen die Gamaschen mit drauf. Aber, sehe ich dir. Hier in der Kiste? Nichts passiert. Also wir müssen die Fragen beantworten, dann gibt es ein Lösungswort. Das ist der Kürbisbesen. Schneiden wir die einzelnen Teile. Besonders schön sind die Menschen hier im Ort. Sie sind freundlich, offen. Bei uns sind auch Zugezöhne, keine Zugezöhne, sondern die werden in die Dorfgemeinschaft integriert. Und es macht einfach Spaß, hier zu leben. Tolle Sache ist Kanureich bei uns in Henfstedt, seit 10 Jahren schon. Man kann die Werra von einem ganz anderen Blick kennenlernen. Und natürlich unsere Feste, die wir hier feiern, sind unbeschreiblich schön. Das fängt an mit dem Maifeuer, mit dem Backhausfest, das jedes Jahr durchgeführt wird. Viele Menschen engagieren sich und es sind eigentlich immer sehr schöne Feiern. Ich war Rinderzüchter, ich war Frauenheld. Ich das war alles. Ja. Und jetzt eine Hand zum Glück. Morgen haben wir einen stillen Tag geplant. Das heißt, es wird Geschichten im Pfarrhof geben, ganz persönliche Geschichten von Henfstedtern, die sie aufgeschrieben haben. Da finde ich, gehört sehr viel Mut dazu, so eine eigene persönliche Geschichte aufzuschreiben. Das haben die Menschen getan und das wollen wir dann morgen. Lesen wir diese Geschichten, um ins Gespräch zu kommen. Dann wird es am Donnerstag ein historisches Theaterstück geben. Das heißt, mit einem historischen Hintergrund. Das Theaterstück ist selbst geschrieben und 14 Henfstedter versuchen sich im Theaterspiel. Gesehen hat, dass die Putti, also das sind die Engel, die da hüm und hüm auf der Seite sind, doch eigentlich nicht künstlerisch sind. Sie sind fett, nicht besonders schön anzusehen, oder? Also nicht. Aber der Inhalt des Epitaphs, was es da bilden soll, die Person, die dahinter steht, ist ganz einfach fantastisch, die Geschichte. Komm, schmeißen wir an. Dann nehmen wir aber auch dort. Was wollten ihr mal werden, Jungs? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch nicht. Wollt ihr mal in die Landwirtschaft? Kann sein. Kann ja. Gut möglich sein. Das wird doch nicht sauber. Ausschminken! Doch, es wird sauber. Ausschminken! Und hier muss es dann umringen.
Sonne kommt schon rum. Das machen wir, damit die Wäsche richtig weiß wird, denn die Sonne bleicht das schön aus. Am nächsten Samstag unterstützt uns der Arbeitskreis Osterburg. Da sind wir eingeladen auf die Osterburg bei Helmstedt, um da einen Tag auf der Burg zu verbringen. Und am Abend ist dann die große Festveranstaltung, wo wir die Vielfalt der Generationen des Ortes zeigen wollen. Also nicht so viele reden, sondern mehr zeigen, was hat Helmstedt zu bieten. Und anschließend ist Tanz und zum Abschluss ein großes Feuerwerk. Und dann ist am Sonntag noch ein Tag der Familie mit einem Handwerkermarkt, wo nochmal genauso wie heute gerade hier ganz viele Menschen unterwegs sein werden. Und ich denke, dann haben wir die Jahrfeier wirklich gebührend begangen. Und wir freuen uns, dass wirklich so viele Besucher da sind und auch wirklich ganz Helmstedt auf den Beinen ist und sich da engagiert. Thank you.